Hallo und herzlich willkommen zurück bei Thief, wo wir gerade dabei sind, zu versuchen, an dieses blöde Seil hier um der Ecke zu kommen, um da hinten an das Glitzerdinges zu kommen. Und diese blöden Wachen nerven mich da gerade ein bisschen. So, jetzt aber. Hoch mit dir, Junge. Hoch mit dir. Machst du. Und jetzt darüber. Und dann hier ein bisschen rumbalancieren und dann... Uiuiui. Ich habe jedes Mal Angst, dass er nach vorne überkippt. So, wie viel ist es denn? 5 Gold. Das haben wir gerade nicht wegen 5 Gold gemacht, oder? Doch, haben wir. Wir haben es wegen 5 Gold gemacht. Das ist ja sehr schön. So, was machen die Kollegen? Die gehen wieder zurück. Dann warte ich, bis die da unten entlang gegangen sind. Und dann gehen wir da hinten wieder hoch. Wo wir in der letzten Folge auch einen kleinen Gang gefunden haben. Was hat dieses Geräusch verursacht? Niemand, nichts. Das war nur eine Ratte. Das war nur... Hier kann man irgendwie aufmachen. Ich will keinen Ärger, hörst du? Ja, ich auch nicht. Deswegen mache ich ja auch nichts. Da kann man irgendwie aufmachen, anscheinend. Das ist, Und ich habe da was Blaues hinter Blitzen sehen. Das heißt, da kommt man auf jeden Fall auch irgendwie hin. Aber wie, weiß ich noch nicht so ganz. Und hier war ich auch noch nicht. Das ist neu. Aber ich muss da anscheinend sowieso hin. Wegen der Mission. Okay. Ja, gut. Wenn ich da sowieso hin muss... Aber ich komme hier nicht nach oben. Ich würde so gern noch ein Stück weiter nach oben. Ah, ich kann hier rüber. Aber hier unten gibt es auch was. Habe ich gerade gesehen. Bin ich mal gespannt, was das jetzt wieder ist. Und wo geht's da oben hin? Ah, Stone Market Glockenturmplatz. Das ist doch... Ja. Das ist... Ja, okay. Hab schon verstanden. Hätte ich auch einfacher haben können. Na gut, dann gehen wir doch mal da rein. Ektors Handelshaus. Oh. Vielleicht ein neuer Kundenauftrag. Was glitzert da so schön? Was ist das denn? Ich will das haben. Die Mistkerle haben mich aufgegeben. Und wenn's vollbracht ist, winseln sie um Vergebung. Brief von Alfonso an Ektor. Brief von Clockwise an Ektor. Ektors Memoiren. Okay. Noch irgendwas? Das Ding kann ich tatsächlich klauen. Die Mistkerle haben mich aufgegeben. Und wenn's vollbracht ist... Ektor, nehme ich an. Seid ihr das? Der Meisterdieb? Wer ist euer Freund? Das da ist mein Metallmann, mein Lebenswerk, Uhrwerke und Maschinen. Er könnte die Stadt revolutionieren und mir die verdiente Anerkennung verschaffen, wenn der verdammte Baron nicht wäre. Der Baron ist ein Narr. Er wurde ungeduldig. Ich sollte das Projekt zerstören, aber das konnte ich meinem Metallmann nicht antun. Der Auftrag. Worum geht es? Mein Freund ist fast komplett. Aber der Abschaum, der mir half, ihn zu bauen, hat mich hintergangen. Er hat sogar die mechanische Hand meines Metallmanns gestohlen. Die ihr zurück wollt. Genau. Alfonso, der schmierige Schneider aus Stone Market, hat die Hand in seinem Laden. Bringt sie mir und es soll euer Schaden nicht sein.
Handarbeit. Hector verlangt, dass ich bei Alfonsos Schneiderei einbreche und eine mechanische Hand daraus hole, die angeblich ihm gehört. Ich sehe, ihr zögert. Weshalb zögert ihr? Das Ganze kommt mir verdächtig vor, aber die Beute könnte sich lohnen. Ja, nehmen wir natürlich an. Ich wusste, ihr versteht mich. Besucht Alfonsos Kleidung in Stone Market. Der Schurke hat meine Metallhand bestimmt in seinem Laden versteckt. Ja. Ich will gar nicht wissen, was der mit einer mechanischen Metallhand will. Das geht mir in den Kopf nicht rein, was er damit machen will. Aber nur rein aus Neugier. Sie glauben, ich schaff's nicht. Ich speichere mal hier. Ihnen zeig ich's. Ich zeig's Ihnen allen. Nee. Ich kann das nicht zerstören. Ich kann hier nicht schlagen. Schade. Wie komme ich denn da? Wie kommt man denn da ran? Du kommst schon bald hier raus. Dann reisen wir beide gemeinsam. Vielleicht muss ich das erst den Auftrag erfüllen, dass ich das machen kann. Aber gut. Stone Market. Wir müssen in die Schneiderei und. Hector ist bestimmt nicht der Kopf dieser Operation. Ich spiel mal mit. Zumindest bis ich bezahlt wurde. Ja. Ja, definitiv. Das werden wir so tun. So, ich stelle mich jetzt erstmal hier ein bisschen ins Schattige. Und dann lesen wir mal kurz. Hectors Kundenaufträge. Brief von Clockwise an Hector. Mr. Rothschild. Rothschild. Du bewegst dich auf dünnem Eis, Hector. Ich werde dich bei deinem neuen Vorhaben nicht unterstützen. Das Herz ist das Ergebnis meiner Erfindungsgabe. Ich sollte dem Mechaniker von deinem fehlgeleiteten Ansinnen berichten, das Automatenprojekt zu übernehmen. Wenn ich davon noch ein Wort höre, schwöre ich, alles zu unternehmen, um dich aufzuhalten. Vom Schreibtisch von Loser Clockwise. Brief von Alfonso an Hector. Ich kann das nur schwer glauben, Hector. Warum sollte der Mechaniker dich zum Leiter unseres Projekts machen? Verzeih meine Offenheit, aber so wird es nicht kommen. Ich gebe dir die Hand erst, wenn der Mechaniker deine Geschichte bestätigt. Bis dahin muss ich mich um andere Probleme kümmern. Alfonso. Hectors Memoiren. Seite 1218. Wow. Nach Monaten einsamer Anstrengung habe ich meinen Automaten endlich fertiggestellt. Nachdem Baron Northcrest meine glorreiche Erfindung gesehen hatte, bat er um Verzeihung. Doch ich sagte ihm, dass es dafür zu spät sei. Die Stadt selbst hat sich als unwürdig erwiesen. Die Großartigkeit meines Automaten konnte in seinem ärmlichen Reich keine Anerkennung finden. Darum übergab ich meine Erfindung der wunderbaren Stadt Blackbrook. Sie revolutionierte dort die Industrie und brachte dem Volk Wohlstand. Blackbrook hielt eine Parade zu meinen Ehren ab. Als ich an den Gesichtern der bewunderten Menge vorbei in die Ferne blickte, erfassten meine Augen die Stadt. Ein winziger sterbender Punkt, an den man sich bald nur noch aus einem Grund erinnern würde. Als Geburtsort von Hector Rothschild. Mechaniker, Erfinder, Genie. Ende von Band 1. Eine obszöne Skizze von Alfonso, Clockwise und Baron Northcrest füllt den unteren Rand der letzten Seite. Okay, ich will nicht wissen, wie diese Skizze ausschaut und ich will auch nicht wissen, wieso man so einen komischen Automaten erfindet. Das finde ich nicht ganz, verstehe nicht. Wo müssen wir eigentlich hin? Warte mal, ich guck mal auf die Karte. Also, sehe ich da nicht viel. Ich guck mal hier auf die Karte. Begib dich zum Greystone-Platz. Was ist das? Geht zu Alfonsos Kleidung. Ach, das ist gleich hier um die Ecke. Was haben wir hier? Das ist Hector. Das ist der Händler. Dann ist die Königin der Bettlerin. Der Bettler. Und das begib dich zur Bank. Das ist auch noch eine Mission, die wir auf jeden Fall machen werden. Die Bank heißt. Oh, was haben wir hier? Bring den Schädel zu Vittori zurück. Ach, das müssen wir auch noch machen. Okay. Okay. Gut, dann müssen wir wieder in die Bar. In die Schwalbe, glaube ich, war das.
um das zu machen. Aber. Das ist ein anderes Gebiet. Das hier ist eine Karte anscheinend. Oh, weia, oh, weia, oh, weia. Das wird kompliziert. Das wird super kompliziert. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Alfonsos Kleidung. Und dann. Garrett ist hier. Okay. Dann. Alfonsos Kleidung ist ja gleich hier um die Ecke. Irgendwo hier. Ich glaube, es ist um die falsche Ecke. Wir gehen mal wieder hier nach oben. Und schauen, ob wir da irgendwie dahin kommen. Hier müssen wir auch lang für eine Aufgabe. Ich weiß gerade nicht, wie wir da hinkommen. Oder muss ich da vielleicht von der anderen Seite... Ah, das kann natürlich sein. Aber warum führt mich dann das Quest-Symbol nicht da durch? Das ist seltsam. Wir gucken jetzt mal hier durch, wo wir hier rauskommen. Natürlich ist wieder der Balken im Weg. War klar. 30 Meter, wo sind wir denn? Weg des Barons Nord. Köder und Schalter 1. Sehr schön. Sehr schön. Während die Turteltäubchen da draußen sich streiten über unsinnige Sachen. Ja, ja, die Religion. Ach du Scheiße. Nee, da mische ich mich jetzt lieber nicht ein. Das könnte knicken. Das ist nicht mein Ding. Ganz und gar nicht mein Ding. Wieso? Ach, hier. Okay, ich wollte gerade fragen, wieso sollte ich hier hoch? Das Anwesen des Barons. Und irgendwo da um die Ecke ist der Laden. Okay. Na. Hallo? Da ist der Laden. Ich brauche was zu trinken. Baron's Way. Der Baronsweg. Print Shop and Newspaper. Hier ist er schon wieder. Das heißt, es gibt hier mehr. Es gibt hier mehrere Print Shop und Newspaper. Handarbeit. Ja. Kundenauftrag starten. Das machen wir natürlich gerne. Alfonsus Atil. Das ist eine Privatfeier. Bitte, Sir. Ich kann sonst nirgends hin. Wenn du in 3 Sekunden noch da bist, verbringst du die Nacht bei den Aalen. 1, 2. Hey, ich geh schon, Sir. Ich geh schon. Die Aalbeißer waren mal wer. Die neuen Jungs kannst du in der Pfeife rauchen. Na, das ist ja super. Ach, der schnarcht sich jetzt einen ab hier. Okay, das ist gut. Wenn er sich hier einen abschnarcht, dann soll er das rückmachen. Mein Nacken schmerzt. Ja, ja, meine auch. Kommt von vielen Stehlen. Das sage ich dir. Vom Klauen und Stehlen und Faulenzen und... Ich fühle mich nicht besonders. Harte Zeit. Was ist da drüben los? Nichts, nichts. Wenn da jemand ist, du hast hier nichts zu suchen. Da waren Glasscherben.
Oh, lala. Hab ich mich jetzt aber erschreckt. Wer macht denn hier immer das Licht an? Unglaublich, die Leute hier. Das ist wieder ein Wurfobjekt, das können wir natürlich gleich wieder mitnehmen. Und hier ist eine Türe. Ah. Ah. Ich wollte Kleidung von den Aalbeißern, keine Lumpen. Und was sind das für Flecken? Sogar der Schneider schlägt Profit aus der Schwermut. Der Stoff ist faulig, dafür kriegst du gar nichts. Gut, dann räumen wir jetzt deinen Laden aus. Halt, nicht so hastig. Gib mir kurz Zeit, dann hole ich deine Bezahlung. Aber beeil dich. Was kann das gewesen sein? Nichts. Keine Ahnung. Sieh mal nach. Wenn da jemand ist, du hast hier nichts zu suchen. Das haben wir ja gekonnt erledigt. Gekonnt haben wir das erledigt. Na komm. Und damit sind wir in der Wohnung des Schneiders. Und weil wir gerade so schön tapferes Schneiderlein spielen. Ich dachte, ich habe da gerade was gehört. Hallo. Kommst du rein, kannst du rausgucken, wa? Ja, weil wir gerade so schön tapferes Schneiderlein spielen, beende ich die Folge jetzt ganz frech. Und in der nächsten Folge machen wir 7 auf einen Streich, ne? Machen wir so. 7 auf einen Streich. Ich weiß noch nicht, was für 7, aber wir machen auf jeden Fall einen Streich. Einen tollen Streich machen wir. Dann, wisst ihr Bescheid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.